Farmer Christian Schnelle aus Felsberg in der Nähe von Kurgr kann nicht glauben, andere müssen sich um seine Farm kümmern. Der Grund ist eine Verletzung, dass eine Gruppe aggressiver junger Männer ihm ohne Grund gegeben hat. 18 Farmer Christian Schelle wurde im Karneval geschlagen. Sandro Zulian, Reporter News. Christian Schnelle hat Tränen in den Augen, als er seine Geschichte auf seiner Farm erzählt. Der unabhängige Bauer hatte tatsächlich Pläne, seine Farm alleine zu renovieren. Zum Zeitpunkt der Zeit wird nichts Angriff schlagen. Der Bauer war auf einer Karnevalsfeier seinem Heimatdorf Felsberg, der Nähe von Kurgr, Die dreiköpfige Familie wollte gegen 23 nach draußen gehen. Mit einem Kollegen, der eine Zigarette raucht. Ein Mann stand vor den beiden Parteigästen. Der Kollegen sagte etwas zu schnell. Der Mann fühlte sich offensichtlich provoziert. Es ging mit Blitzgeschwindigkeit, die Situation eskalierte dann innerhalb von Sekunden. 6 junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren waren hinzugefügt und ihren Ehemann geschlagen und getreten. Es war nicht viel mehr davon. Er war bereits ohnmächtig. Der Angriff war folgt. Ich blutete sehr stark auf dem Hinterkopf, sagt Schneller, sichtbar wütend. Er hatte auch 2 raffinierte Zähne und war seit dem Vorfall ständig Kopfschmerzen. Fast musste er ins Krankenhaus. Er bekam einen Gips, den er noch trug. Er wird nur in 5 Wochen entkommen. Die Ärzte wissen nicht, wie lange es dauert, bis der Landwirt wieder vollständig arbeitet. Dann bist du tot. Nicht nur das Krankenhaus hat Schneller einen Besuch abgelehnt. Er gab auch die Polizeistation vorbei, um eine Beschwerde einzulegen. Einer der Jungs war sogar der Polizei bekannt. Kontext: Die Beamten untersuchen jetzt. Schnellers Frau reichte auch eine Beschwerde ein. Einer der jungen Männer soll ihr nach dem Angriff zu ihr gesagt haben, wenn ihre Werbung jemandem macht oder sagt, sind sie tot. Die Familie betreibt eine Farm mit 35 Milchkühen in Felsberg. Es gibt auch ungefähr 80 Junge und Mastriere. Eine Welt ist für Schneller zusammengebrochen. Der alte Stall muss abgerissen und wieder aufgebaut werden, damit sie die heutigen Anforderungen an Tier- und Wasserschutz erfüllt. Ich hätte viel davon selbst getan. Aber natürlich funktioniert es nicht. Dass das nicht funktioniert, Way, sagt der Bauer und zeigt sich traurig auf seinem Gips. Das Geld war auch ohne den Vorfall knapp. Werbung, Schicksalsschläge sind nichts Neues. Die Faster sind eine Familie, mit der das Schicksal in der Vergangenheit nicht sehr gut bedeutete. Meine Frau war 2013 einen Monat lang im Koma und starb fast dreimal. Seitdem hat Familie heute viel Geld für die Erholung des 43-Jährigen ausgegeben. Und ein Loch hat in finanziellen Umstände des Graubündens gerissen. Dringend benötigte Stall wieder in Form. Vorerst wird es wieder nichts werden. Ich habe einen unglaublichen Ärger in mir, sagt der Familienvater. Für ihn ist klar, die Randalierer müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn nötig, gehe ich auch vor Gericht. Keine Frage. Anführungszeichen.